So, wie man es gewöhnt ist, ja, startet man hier in seinem Kinderzimmer, wie eigentlich es immer ist. Und wir kommen zur Afterstory von Pokémon Schwert. Im letzten Part gab es das Finale gegen Champ und das legendäre Pokémon Endynalos. Gerade gab es so einen Teaser, bitte komm noch in den Zauberwald. Aber das möchte ich heute noch nicht machen. Heute möchte ich erstmal was anderes machen. Wer kommt denn da? Professor Magnolia? Du hast es geschafft, du bist der neue Champ. Herzlichen Glückwunsch. Hier, das ist für dich zur Feier deines Titels. Ein Meisterball. Oh, hier bekommen wir den Meisterball. Nice. Der beste Ball. Damit fängst du garantiert jedes Pokémon. Aber Professor Magnolia, sie hätten doch nicht extra herkommen müssen. Nun, er hat so viel von uns verbracht. Das ist das Mindeste, was ich für ihn tun kann. Die Wundsterne, die das Dynamax-Phänomen verursachen, sind Teile von Endynalos. Als Endynalos erwachte, wurde es also in der Region mit der Energie durchströmt, die für Dynamax nötig ist. Hätte niemand eingegriffen, wäre Galar in einer Horde ungezügelter Dynamax-Pokémon zu Opfer gefallen. Aber Noni, um die anderen hast du euch alle gekümmert. Nun ja, das Dynamax-Phänomen ist schon seit langem ein fester Bestandteil des Kultus Galars. Ich wünsche mir, dass du diese Kraft in Zukunft nicht mehr missbrauchst. Oder niemals. Also dann, Noni, lebe dein Leben, wie du es für richtig hältst. Danke, Professor Magnolia. Also ihr habt es gerade nicht gesehen, oder vielleicht so ganz kurz. Aber wir sollen ins Zauberwald gehen. Da geht's, wie heißt das? Wirrscheinwald. Also diesen Wald da halt, wo man die legendären Pokémon antrifft. Zu dieser Quelle nochmal, das war gerade so ein Teaser. Genau, da sollen wir hin. Professor Magnolia hat sich so intensiv mit dem Dynamax-Phänomen beschäftigt. Kein Wunder, dass sie solche Gedanken um die Taten des Liga-Präsidenten macht. Okay, dann bye Mama, ich habe noch genügend zu tun. Hier, ja, in der Route. So, genau, also wir sollen hier eigentlich links reingehen, aber das machen wir noch nicht. Denn wir haben zuerst was anderes vor, und zwar gehen wir mal in Hobbs Haus, weil da gibt es doch bestimmt was für uns. Hopp, bist du da? Erstmal gegen die Wand gelaufen, weil hier der Eingang ist. Okay. Gehen wir einfach mal nach oben. Hier ist ja sein Zimmer. Nee, er ist nicht da. Und da in Daliens Zimmer ist ein Pokéball. Da liegt ein Pokémon, da er einen Glumanda enthält. Du liest den beigelegten Brief durch. Lieber Noni. Dieses Glumanda ist etwas ganz Besonderes. Ich will, dass du sein neuer Trainer wirst. Lass uns bald mal wieder herzenlos kämpfen. Grüße, dein Dalian. Okay, das wusste ich natürlich. Damit das Glumanda das einzige Starter-Pokémon aus allen Gens in Galar in meinem Pokédex. Echsen-Pokémon. Dieses Pokémon bevorzugt heiße Dinge. Bei Regen soll sein Schwanz spitze dampfen. Ich möchte es in meinem Team haben, weil, also nur kurz. Weil ich es entwickeln will. Ist hoch. Auf. Ja. Achso, auf welche Box ist. Na, ist ja wurscht, das sehen wir dann schon. Aber hier noch ein paar L einsetzen. So, jetzt können wir das nochmal sehen. Level 5 ist das. Lass mal 3 L-Bombos ein. Oh mein Gott. Also, es entwickelt sich auf jeden Fall, denke ich. Ja. Glumanda erreicht Level 33. Rauchwolke hat er erlernt. Feuerrodem. Mal gucken. Oh, nice. Okay. Nice, Glumanda. Erlernst du sonst noch was in diesen 30 Level? Ja, Feuerzahn, okay. Ja, dann können schon mal die ganzen Normalattacken weg. Das ist doch gut. Flammenwurf, ja, dann das schon eher. Warum habe ich Rauchwolke überhaupt erlernt? Das brauche ich absolut nicht. Aber egal. Grimasse, meine Güte, was hast denn du alles? Nee, brauche ich nicht. Jetzt eigentlich ganz zufrieden mit seinem Moveset. Feuerwirbel, aber Feuerwirbel ist halt wahrscheinlich krasser, ne? Oh, Stärke 90, alles klar. Flammenwurf ist ja komplett OP. Nee, brauche ich auch nicht.
Okay. Ah, das war's. Und es entwickelt sich natürlich zu einem... Wer kennt's nicht? Glutexo. Ich werde es auch direkt zum Glurak entwickeln. Warum das so besonders ist, ich habe keine Ahnung. Oh, es ist bestimmt ein Giga-Dynamax Glurak. Ich kann mir das so gut vorstellen. Es ist brutal veranlagt. Im Kampf schlägt es mit seinem brennenden Schweif um sich und schlitzt Gegner mit... Oh mein Gott, mit scharfen Klauen auf. Was geht denn bei ihm ab? So, dann würde ich sagen noch... ich weiß nicht, auf welchem Level. Ich glaube, auf Level 36 entwickelt es sich, ne? Oder? Ja, dann halt nochmal. Oder? Habe ich nicht recht? Doch, ja, tatsächlich. Gut. Und so ist Glutexo schon auf Level 60, Level 36 und entwickelt es sich. Ich bin so dumm und hab B gedrückt. Dann halt nochmal zwei Stück. Yay. Oh. So viel hätte es gar nicht gebraucht, aber ist egal. Schon wieder Grimasse. Nein, das wolltest du schon mal lernen. So. Jetzt breche ich es nicht ab. Wenn du B drückst bei diesem Entwicklungsscreen, dann hört es nämlich aus, sich zu entwickeln. Ich gehe einfach weg vom Controller. Ich habe jetzt schon gedacht, das wäre shiny, weil es so hell aussah, aber nein. Ist es nicht. Es ist ein Glurak, Flammen-Pokémon. Dieses Pokémon kann mit seinem Feueratem Felsen schmelzen. Es versucht ab und zu Waldbrände. Ach so, mal hin und wieder so, ne? Ist halt alles schon krass effektiv hier. Aber Glut kann weg. Von mir aus. Und dann haben wir auch eine Luft, eine Feuer und zwei Feuer und eine Drachenattacke. Das passt dann. So. Naomi. Der Alien mag zwar mehr denn Champ sein, doch er beschäftigt sich wie eh und je daher, nur selten im Haus zu kommen. Aber das ist in Ordnung. Es gibt eben viele Dinge, die man tun sollte, solange man jung ist. Okay. Aber schon traurig, dass sie ihren Enkel nicht sieht. Würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, wir machen das, was ich heute vorhabe. Und zwar kann man, wenn man... Ja, Champ ist. Natürlich nochmal das Turnier machen, das Finalturnier, könnte man sagen, gegen irgendwelche random Leute. Und das habe ich heute vor, solange meine Pokémon geheilt sind. Ja, gut. Ich hoffe mal, die werden nicht so schwer wie Dalian im letzten Part, weil das war schon echt krass, wer es verpasst hat. Ja, der schaut es gerne nach. Also echt ein spannender Fight, wie ich finde. Ab und zu echt knapp, was mich angeht. Ich habe eigentlich echt gedacht ab und zu, dass ich verliere, aber gut. Also, starten wir rein. Hallo, der Champ ist da, juckt keinen. Ab ins Scorch-Stadion. Hallo Champ, wenn du Lust auf eine Runde Turnier hast, können wir jederzeit ein Zweier einstellen. Du bist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Willst du es mal ausprobieren? Ja, dafür bin ich da. Gut, dann bringe ich dich gleich zum Kampfplatz. Okay, dann machen wir heute nochmal ein Turnier. Vai Polaris Archenar, Gengyu Ju, Menkent und Birdun sind alle Teilnehmer. Gut, dann kämpfen wir gegen diese. Ich muss nochmal gucken. Dann let's go. Ah ja. Ein Geistleiter. Pokémon-Leiter. Ich mag Turniere, bei denen jeder zusehen kann. Viel lieber als das Kampfturnier. Ist einfach cool, wenn es der Arena-Leiter ohne Maske wäre, der von Schild. Würde ich irgendwie feiern, muss ich sagen, ja. Mortipot. Naja, tatsächlich Geist. Ventellian, du solltest doch ihn bekommen, oder? Natürlich Dynamax. Wieder pro Fight 1. Wie viele Fights kämpfen wir denn? 1, 2, 3 Fights gibt's, okay. Ja, tatsächlich effektiv. Bitte triff. Ja, gut. Mortipod down. Oh Mann, das will ich auch haben, aber ich habe keine richtige Kanne dafür. Silembrim, weil man braucht die richtige Kanne zum richtigen Mortipod. Oder wie das Vorentwicklung heißt. Ich weiß es ja nicht. Oh, das da. Das hatte mal Hop im Team.
Und das war ganz gut, glaube ich. Level 57, ich bin ja mal... Achso. Ich würde sagen, ich bin mal unter den Level, aber nein, ich bin ja 64. Oh ja, nice Flügelschlag. Und ich setze dann das Glurak Dynamax ein, weil ich möchte das mal in Dynamax sehen. Ob das wirklich Giga Dynamax ist, da bin ich gespannt drauf. Ich bin auch gespannt, wo Hop jetzt ist und wo Dalian sind, wo sie sich aufhalten. So. Das werden wir auch hoffentlich noch erfahren. So. Machen wir mal Flügelschlag. Okay, ja, heute nochmal ein standardmäßiger Part in einer Arena. Geile Fights. Oh nee, nicht Fluch. Das ist so nervig. Ja, aber er ist jetzt tot. Boah, ist er klug. Geil. Trifft mich der wahrscheinlich nicht mal, oder? Aber ich habe auch mal die 60er Marke geknackt, das finde ich ja toll. Heranreifen, ja, wenigstens gibt das gibt's noch. Ich muss ja noch neue. Stimmt, neue Items brauchen meine Pokémon noch. Oh, schade, der Fluch trifft trotzdem. Ah, mies. Projetzel, alles klar. Oh shit. Keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Anscheinend haben wir schon mal gegen das gekämpft und. Lizard. Uhuhu. Nice Drapfel, ich bin stolz. Ich frage mich, ob meine Pokémon zutraulicher sind, seit ich ja gewonnen habe. Nice, er hat sogar einen Folterer. Also Drapfel hat mich gerade echt überzeugt. Und da muss jetzt nicht mal sterben, ne? Das ist ja toll. Was will er denn unbedingt Grimasse haben? Nein. Ich will nicht, dass du Grimasse erlernst. Wirf noch. Heranreifen. Nein, der Fluch tötet mich. Och Mann, aber wie lange hält denn der auch? Oh, ich habe schon so mich gefreut, weil das Drapfel nicht sterben muss. Ich weiß halt jetzt nicht mal, was er als nächstes einsetzt. So. Golgantis. Oh, shit. Aber ich glaube, das ist ein Gesteins-Pokémon, deswegen habe ich jetzt mit Inteleon. Oh. Zum Thema Inteleon gar keine schlechte Wahl getroffen. Ich glaube, Elektro ist da nicht so gut. Ich sollte seine Werte haben. Ja. Und Reflex ist da überhaupt keine gute Wahl. Geist? Ja, komm. Dann setze ich die Geistfähigkeit ein. Dann kriege ich nämlich auch kein Damage und dann ist das ganz gut. Würde ich meinen. Pokémon hat der Typ überhaupt? Erdbeben, oh shit. Oh, ich lebe. Gut. Natürlich so, ach, 5 Stück, okay. Natürlich sowieso kein Damage mehr. Und? Pow! Ah, ist sogar One-Shot, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ach, das Pokémon, das kennt ja, das gibt es glaube ich auch in Elektro, so, keine Ahnung. Ich mache auf jeden Fall mal Phantomkraft. Da kann man immer auf Safe gehen, weil man halt kein Damage bekommt. Die Musik ist schon wieder so hypend. Ich habe sie ja letztes Mal im Fazit angesprochen, wie hypend die ist. Und wieso macht er eigentlich kein Dynamax, frage ich mich gerade. Naja, dann ist der erste Kampf wohl ohne Dynamax. Like Ness. Eine Ness-Art. Okay. Tja. Alle haben es gesehen, wie ich verloren habe. Mann, ist mir das peinlich. Kein Problem. Mein guter Ruf, der ist dahin. Ich werde hart trainieren und meinen Namen als Experte in Sachen Geister-Pokémon machen. Okay. Hier das Ergebnis. Okay, wir kämpfen gegen Archenar. Wo muss ich aber heilen? Ach so, sie werden geheilt. Okay. Dann mal gucken. Ich habe keinen Pflanzenarena. Was ist denn das? Ach, das ist Stein oder Eis. Ich bewundere, wie du da bei der Arena-Challenge vom Sieg zu Sieg geeilt bist. Aber heute werde ich gegen dich gewinnen. Ja. Du wirst auf jeden Fall den unschlagbaren Champ Noni schlagen.
Archenar. Keine Ahnung, wie ich die aussprechen soll. Aber man muss bedenken, dass die jetzt schon einen Sieg eingefangen haben. Und Inteleon. Ha, schön gegen Gesteins-Pokémon. Ich liebe es. Mal gucken, ob sie Dynamaxen tut, macht, wie auch immer. Ich mache das jetzt schon diesmal beim vorletzten Pokémon, habe ich beschlossen. Damit ich es nicht wieder vergesse. Komm, ich gehe auf Nummer sicher. Pew! Okolos, down. Und ich habe, glaube ich, gesehen, dass sie sogar nur 4 Pokémon hat, aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Lurak kriegt wieder durchgehend so viel Erfahrung, dass er gelevelt wird. Mogelbaum. Ich bleibe. Weil ich habe eh noch kein Damage bekommen. Und ich glaube, Mogelbaum ist nämlich überhaupt kein Pflanzentyp. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, weil das ist nämlich nicht sehr effektiv. Ach, stimmt, aber ich kann ja nicht angreifen. Ich bin auch so klug. War das jetzt sehr effektiv? Ich glaube nicht. Ah, aber ja, ich mach's nochmal. Weil anders geht's jetzt nicht. Dann wäre ich nämlich down und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen Mogelbaum, weg mit dir. Wie sie einfach schlecht gegen Wasser ist. Also so richtig schlecht, ne? Aber was ist noch gleich gut? Ich hab's schon wieder vergessen. Gegen... keine Ahnung. Großbrand ist die Fähigkeit. Vorahnung, ah ja. Schwebe durch. Ja, komm, Katapulra. Ich nehm dich. Dann mal gucken, ob Geist auch gut ist gegen das, was sie auch immer jetzt einsetzt. Aber ich wollte mich ja dynamixinieren. Dann schaue ich erstmal, ob Phantomkraft effektiv oder irgendwas ist. Das kennen wir auf jeden Fall. Ah, ist auch ein Bodentyp. Okay, ich mach das. Oh, sie hat noch 3. Naja, ist auch nicht schlimm, ganz ehrlich. Oh, haben es auch ohnehin bekommen, das letzte Pokémon zu besiegen. Weil der Typ irgendwie echt nicht gut war. Und wollte ich nicht eigentlich Glurak dynamaxinieren? Aber der ist ein bisschen zu underlevelt, muss ich sagen. Boah, 378 Leben. Das ist so krass viel einfach. Schutzschild. Als ob, er wehrt das jetzt einfach ab, willst mich verarschen. In deine Wurm. Ah, es macht trotzdem Damage. Zwar nicht viel, aber immerhin. Schon mies, wenn man trotzdem Damage kassiert, ne? Ja, so viel. Was macht deiner Schwarm eigentlich? 120? Aber das haben wir noch nie gesehen, glaube ich. Na, dann... nee, mache ich jetzt mal nicht. Können wir dann in nächste Runde machen. Jetzt geht das hoffentlich endlich mal da. Nein, jetzt nicht. Ey, wie schlecht ist Dynamaxen denn? Man gewinnt ja nicht mal direkt. Dafür hat man extrem viel Leben. Das ist ja allein schon echt gut. So, dann mache ich jetzt mal diesen kleinen Schwarm. Ach so, das ist das, okay. Ist sogar effektiver, guck an. Also kommen wir zumindest so rüber. Gut. Humano Leaf, keine Ahnung. Vorletztes Pokémon von ihr. Oh, das hier. Das finde ich zum Beispiel echt hässlich von Gen 8, wenn sie überhaupt von dort ist. So. Wird trotzdem hoffentlich passen, oder? Ja. Oh, Kehrtwende könnte ich auch einsetzen. Ah, ich finde schön, dass ich diesmal nicht so Probleme habe wie beim letzten Mal, ey. Das war echt. Uff. Wer echt nicht das gesehen hat, da hatte ich teilweise nur ein Pokémon. Wow, das war sogar echt gut. Das hätte ich jetzt mal lieber Kehrtwende ein, ne? Zum Thema effektiv. Das ist ja absolut. Nee, gar nicht gut. Achso, Inteleon habe ich noch nicht geheilt. Dann. Ja, Gravitation, komm. Gott. Wie so ein kleines Drapfelchen so krass sein kann, das habe ich noch immer nicht verstanden. Aber Ramhaus sollte jetzt auch, ja, macht ganz gut Damage. Aber auch ein Volltreffer, muss man dazu sagen. Gut. Heranreifen klappt mal wieder. Ach so, stimmt. Dann ist es auf jeden Fall down, würde ich sagen.
Und er holt seinen Dynamax, sie holt ihr Dynamax raus. Denke ich mal. Außer sie kämpft auch wieder ohne. Wer weiß, wer weiß. Ich werde auf jeden Fall aber switchen, würde ich sagen, weil wir, glaube ich, zu wenig leben. Potrot. Obwohl. Komm. Why not? Warum ist das ihr letztes Pokémon? Das verstehe ich nicht so ganz. Nämlich absolut schlecht. Meteor, let's go. Mal gucken, ob das jetzt trotzdem durch Schutzschild geht, auch wenn es keine Dynamax-Attacke ist. Ja, nee, geht's nicht. Schade. Ja, aber wieso kämpfen die denn ohne Dynamax? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich find's gut, dass ich mich wieder so gut heile. Wieso ist hier gerade die Champ-Musik? Wahrscheinlich, weil es einfach das letzte Pokémon ist. Das kann ich mir vorstellen. Schade. Da war sogar ein Volltreffer, guck an. Sandsturm. Ja, das ist voll weird, echt. Achso, die haben keine Bänder, deswegen setzen sie kein Dynamax ein. Das ist eigentlich echt unfair. Dann würde ich sagen, nee, komm, ich spiele trotzdem mit. Will ja hier der ungeschlagene Champ bleiben. Und dann sehen sie, wie krass ich bin. Mit meinem Dynamax-Armband. Da frage ich mich schon, wie sie mich besiegen will, echt. Wenn noch ein Drachenstoß. Ach, komm. Ey, Schutzschild ist immer so, ja, ich zögere jetzt mal meinen Verlust raus. Es ist immer so, Sandsturm, es zieht mir 8 Leben ab. Dann kriege ich wieder dazu wegen dem Ranreifen. Well. Endlich. Serious. Drecks Drachenstoß. Sehr effektiv, aber. Das ist echt schlecht, dieses Potrot, muss man einfach sagen. Ich verstehe nicht, wie sie damit weitergekommen ist gerade eben. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Ach, komm. Wieso zögert sie das so raus, Mann? Also das Heranreifen wird jetzt auch bald weggehen, glaube ich. Weil das habe ich in letzter Zeit echt oft gehabt. Ja, er setzt kein Schutzschild ein. Applaus, ich freue mich. So. Zweite Runde dieses Turniers, das ich veranstaltet habe, ist vorbei, Archimare. Ich hätte Hauptsache nicht meine Nummer. Ich halte es für wichtig, dass man bereit ist, eine Niederlage etwas zu lernen. Dankeschön für dein Geld. Vielen Dank für das Erlebnis, Champ. Ich werde den Kampf in Gedanken analysieren und überlegen, was ich verbessern kann. Kein Problem. Mankind hat sich durchgesetzt gegen mich. Okay. I'm ready. Let's start. Oh, du siehst cool aus. Hallo. Ich werde über den Wolken schweben, genau wie mein amüsantes Flug-Pokémon. Irgendwie erinnert er mich an irgendjemanden aus Pokémon. Aber ich kann nicht sagen, wen. Ich schätze mal, der sitzt. Also ich würde eigentlich sagen Drache nur vom Aussehen, aber anscheinend sitzt der Flug-Pokémon ein. Ich hoffe mal, jetzt ist geheilt. Vorher ist es ja auch so gewesen. Und ich habe da jetzt mehr oder weniger eigentlich drauf vertraut, dass meine Pokémon geheilt sind. Ja, sind sie auch. Gut. Dann. Komm schon, Italien, enttäuscht mich nicht. Ja. Wenn die Animation kommt, dann hat man's. Also die ersten Pokémon Watch hatte ich schon so gefühlt jedes Mal, oder? Hazasnob. Ah ja. Ach so, das. Ja, das hat auch überhaupt keine Chance. Ganz ehrlich, Flug-Pokémon sind sowieso, die kriege ich eh alle mit Italian down. Aber ich bin gespannt, ob ein Aqua-Durchstoß auch ausreicht. Ich denke nicht. Nee, tut's auch nicht. Okay. Wow, macht mir Damage und das sieht sogar echt krass aus. Ja, oder was macht das? Ja, was hat das denn gemacht? Naja, mir eigentlich egal, weil das fast nass, nur Mob. Wie auch immer. Ist jetzt eh down. Ich glaube, das ist von diesem Gurgel. Ja, wie heißt's? Tau.
Warte mal. Taugurgel oder Tau. Also dieses Tauben-Pokémon, das ist, glaube ich, die höchste Entwicklungsstufe. Vanzaquil. Ich kann eh sowieso die ganze Zeit bei Italien bleiben. Oh, aber das ist cool, das Pokémon. Das kenne ich. Vom Aussehen zumindest. Er hat wieder drei Pokémon, okay. Ich hoffe mal, er trifft wieder. Komm schon, Italien. Hydro-Pumpe. Nice, weil ich glaube, das hat nur 90% oder so. Okay, das Finale ist auf jeden Fall am einfachsten, aber das kommt halt immer auf die Typ-Kombi an. Und ob ich weiß, ja, was effektiv ist. Google. Wow, vorletztes hat er ein Gen 8 Pokémon. Sogar. Oh, das schaut immer noch so weird aus. Ich komme darauf nicht klar. Was? Stop. Na, ist mir egal. Hydro-Pumpe. Schade. Einmal Lichtgriff. Krass. Wow, das erste Pokémon, das mir auch Damage macht. Das ist, muss man ja auch anmerken, ne? Aqua-Haupitze. Oh, shit. Naja. Greift mich jetzt zweimal an, überlebe ich das? Nein, ich überlebe das nicht. Ja, gut, ne? Egal, komm. Ach, er hat verfehlt. Ja, dann ist alles easy. Wie Leben hat der? Ja, das wird hoffentlich reichen. Ja, qua Durchstoß. Ja, gut. Boogie down. Aber es wäre irgendwie cooler, wenn das Gen 8 sein letztes wäre. Achso, weil er ja sowieso nicht dann vacciniert. Fällt mir gerade auf. Ups, ich muss mich jetzt heilen. Obwohl, komm, dann mache ich halt keine Heilung. Ich mache einfach Dynamax. Das ist ja fast dasselbe dann. Nice. So, und schon habe ich wieder 100 Leben. Also das, denke ich, man kriegt er jetzt nicht mit einem Shutdown. Ich denke eher, dass er jetzt sowieso schon tot ist. Weil wir hier 160 Damage aushalten mit einem Flug-Pokémon. Nee, echt nicht. Okay, ich fand den, wie gesagt, am einfachsten. Aber egal. So, Glurak habe ich immer noch nicht gesehen, aber ganz ehrlich, wenn er schon sagt, das ist was ganz Besonderes, der Alien, dann, naja, denke ich schon, dass das effektiv ist. Also ein Dynamax, Giga-Dynamax. Na toll, deinetwegen wurde das halt zu einem Sturzflug. Irgendwann werde ich wieder fliegen können, wenn es nur genug Aufwind gibt. Hier ist das Ergebnis. Nun, ihr habt natürlich gewonnen, hehe. Herzlichen Glückwunsch zu seinem Sieg. Hier nimm bitte das entgegen. Der Champ. Und mir gibt's auch noch einen super herzlichen Glückwunsch. Weil mir dein Auftritt so mitgenommen hat, möchte ich dir hier das als Belohnung geben. Ein Wunschbrocken. Ja, cool. Danke. Kostet immerhin 2000 Watt oder so. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch. Gut, dass er mir jetzt nichts gegeben hat. Ich würde sogar sagen, dass wir noch... Oder? Score City, hello. Ich würde sogar sagen, das war's sogar schon für heute. Die After-Story-Parts werden wahrscheinlich etwas kürzer, wer weiß. Ich weiß ja nicht noch, was kommt. Ich werde es im nächsten Part gemeinsam mit euch hoffentlich rausfinden. In Pokémon Schwert. Und ich informiere mich auch noch weiter, was man alles so After-Story machen kann, damit wir auch wirklich alles machen. Bis zum nächsten Mal.